Frühling heißt Spargelzeit. Das beliebte Gemüse hat zwischen April und Juni Saison. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um Spargel zuzubereiten. In den meisten Fällen wird der Spargel in irgendeiner Form gegart. Doch kann man das beliebte Gemüse auch roh verzehren? Die gute Nachricht für alle Spargelfans: Spargel kann sehr gut roh gegessen werden. Im rohen Zustand ist das Gemüse sogar ganz besonders gesund. Das liegt besonders an seinen vielen Nährstoffen. 100 Gramm Spargel besteht zu 93% aus Wasser und enthält kaum Fett. Roher Spargel enthält viel Vitamin C und Folsäure sowie Proteine, Ballaststoffe und Mineralstoffe wie Kalium, Calcium und Magnesium. Zudem hat Spargel gerade einmal 21 Kilokalorien pro 100 Gramm und ist damit ein optimales Diätgemüse. Aufgrund seiner vielen Nährstoffe ist Spargel harntreibend und entgiftend. Grüner Spargel ist sogar noch gesünder, weil sein Anteil an Provitamin A, Folsäure und Vitamin C etwas höher ist. Beim Verzehr von rohem Spargel solltest du am besten dünne Stangen wählen. Vor dem Verzehr sollte weißer Spargel geschält und das untere Ende abgeschnitten werden. Wenn du dich für grünen Spargel entschieden hast, reicht es, wenn du das untere Drittel schälst und die lila-weißlichen und trockenen Enden in etwa fingerbreit abschneidest. Sollten die Stangen durchgehend grün sein, musst du sie gar nicht schälen.